Hi und willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute ein nicht so schönes Thema, es geht um das Thema Fehlgeburten. Was genau ist eigentlich eine Fehlgeburt? Was für Gründe gibt es dafür? Wie häufig kommt sowas eigentlich vor? Welche Symptome kann ich bei einer Fehlgeburt haben? Und wie sieht es mit erneuten Schwangerschaften aus? Viele Fragen dazu, jetzt gibt es mehr Antworten. Viel Spaß beim Video. Bevor wir klären, wie und warum es denn zu Fehlgeburten kommt, müssen wir leider noch einmal diese trockenen Definitionen durchkauen. Im Zusammenhang mit Fehlgeburten hört man auch immer wieder den Begriff Abort. Was ist das denn eigentlich? Fehlgeburt und Abort ist quasi das gleiche. Abort ist eben der medizinische Begriff dafür und beschreibt ein Neugeborenes ohne Lebenszeichen unter 500 Gramm. Warum unter 500 Gramm? Dazu komme ich gleich noch. Noch kurz zwei Sätze zum Frühabort und zum Spätabort. Da gibt es auch Definitionen. Von einem Frühabort spricht man rechnerisch bis zur 16. Schwangerschaftswoche. Als Spätabort zählt man eine Fehlgeburt ab der 16. bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen 500 Gramm. Warum erzähle ich euch das mit diesen 500 Gramm? Wenn ein Kind über 500 Gramm wiegt, aber auch keine Lebenszeichen hat, gilt es als Totgeburt. Und als Totgeburt bekommt es eine standesamtliche Sterbefallbeurkundung und muss nach dem Recht auch bestattet werden. Das betrifft also alle verstorbenen Neugeborenen über 500 Gramm. Wie häufig kommen so Fehlgeburten eigentlich vor? Fehlgeburten kommen häufiger vor, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Ich habe Zahlen gefunden, wo beschrieben ist, dass 30% der befruchteten Eizelle später nicht zu einer Schwangerschaft führen, sprich eine Fehlgeburt eingeleitet wird. Dabei sind frühe Fehlgeburten, also um die 5., 6. Woche, viel häufiger als späte Fehlgeburten. Fehlgeburten kommen also leider häufiger vor, als man vielleicht gedacht hat. Das ist aber auch naturgewollt, das ist Evolution, das ist quasi eine Auslese. Denn meistens ist es ja wirklich so, da komme ich später auch noch zu, dass da irgendwas mit der Schwangerschaft nicht ganz stimmt und die Natur einfach frühzeitig die Reißleine zieht und sagt, okay, das müssen wir beim nächsten Mal nochmal probieren. Wenn es zu einer Fehlgeburt gekommen ist, kommt natürlich auch automatisch die Frage auf, woran lag es? Lag es an mir, lag es an ihm, woran kann es denn gelegen haben, dass das nicht geklappt hat? Mit der Suche nach Gründen für so eine Fehlgeburt kommt auch so eine gewisse Schuldfrage auf. Und die finde ich total blödsinnig, denn ihr sitzt ja in einem Boot, ihr wollt schwanger werden. Es ist doch völlig egal, ob der eine oder der andere Schuld hat. Man muss auch nach der Schuld oder den Gründen auch erstmal gar nicht suchen. Also bitte nicht anfangen mit du bist schuld oder er ist schuld oder sie ist schuld oder wer auch immer, sondern ihr sitzt zusammen in einem Boot, ihr müsst zusammen schwanger werden. Und das klappt nicht, wenn man sich gegenseitig Schuld zuweist. Aber zurück zu den Gründen. Stellen wir uns doch einmal den Weg zu einer befruchteten Eizelle einmal vor. Da ist auf der einen Seite also Weiblein, die hat einen speziellen genetischen Pool und der Herr der Schöpfung hat auch einen genetischen Pool und die beiden vermischen jetzt ihren genetischen Pool, also ihre DNA miteinander und dabei raus kommt dann die befruchtete Eizelle bzw. später dann der Embryo. Und das ist schon eine der häufigsten Fehlerquellen für Fehlgeburten. Denn obwohl ihr beiden kerngesund sein könnt, könnt ihr trotzdem kleinste Fehlerquellen auf eurer DNA haben. Sollten sich diese kleinen Fehler aber vermischen, summieren die sich und können dazu führen, dass die Natur gleich am Anfang sagt, das sind jetzt schon zu viele Fehler, jetzt leiten wir mal die Fehlgeburt ein. Das passiert in den meisten Fällen aber auch sehr, sehr früh, sodass ihr vielleicht gar nichts von dieser Schwangerschaft mitbekommen habt. Übrigens war das früher natürlich viel, viel öfter der Fall. Die Frau dachte, mein Gott, na gut, bin ich eine Woche drüber, bin ich zwei Wochen drüber. Dann kriegt sie auf einmal ihre Regel, denkt sie, die ist stärker, die tut auch mehr weh, als sie es kennt, aber na gut. Nach ein paar Tagen hat sie das auch wieder erledigt und sie denkt nicht weiter drüber nach. Heutzutage und vor allen Dingen, wenn der Kinderwunsch natürlich sehr ausgeprägt ist, machen die Frauen schon einen Frühtest und gucken, ob sie schwanger sind, wissen es dann schon vielleicht in der zweiten, dritten Woche und sind dann natürlich total enttäuscht, wenn dann eine Fehlgeburt vonstatten geht. Aber gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel mit der befruchteten Eizelle. Die DNA sei jetzt mal tadellos. Jetzt möchte sich die befruchtete Eizelle einnisten. Und selbst hier kann es noch Fehlerquellen und Schwierigkeiten für die befruchtete Eizelle geben. Es gibt zum Beispiel kleinste Fehlbildungen an der Gebärmutter, sogenanntes Septum zum Beispiel. Das ist so ein kleines Häutchen, was in die Gebärmutter reinragt und einfach ein rein mechanisches Hindernis ist. Oder aber auch Myome, also gutartige Muskelgeschwulste in der Gebärmutter, die auch zu einem Einnistungshindernis führen können. Jetzt haben wir also schon mindestens zwei Gründe gefunden. Einmal Weiblein, einmal Männlein. Beide unterliegen ja auch äußeren Einflüssen, darf man auch nicht vergessen. Das Alter spielt eine Rolle, ob man raucht, ob man viel Alkohol trinkt, ob man Stoffwechselerkrankungen hat, zum Beispiel Diabetes oder auch Schilddrüsenerkrankungen. Ein häufiger Grund für mehrere Fehlgeburten. Also diese zwei Komponenten kommen jetzt zusammen und jetzt kommt noch eine dritte dazu und das sind die äußeren Einflüsse. Eine aufsteigende Infektion zum Beispiel, die den Gebärmutterhals auflockert. Oder aber auch Strahlung von außen, Röntgenstrahlung
oder auch Medikamente, zum Beispiel aktive Impfungen, können die Frucht schädigen und letztendlich auch zu Fehlgeburten führen. Das klingt jetzt schon nach wahnsinnig vielen Gründen, die alle zu einer Fehlgeburt führen können. Oft ist es aber eine Summation, also ein Zusammenkommen von vielen kleinen Komponenten, die dann letztendlich zu einer Fehlgeburt führen können. Auf die Suche nach den Gründen solltet ihr aber eigentlich wirklich erst gehen, wenn ihr mehr als drei Fehlgeburten unter der 20. Schwangerschaftswoche habt. Dann spricht man von sogenannten habituellen Aborten, also oft vorkommenden Fehlgeburten. Und dann wäre es mal an der Zeit, mal zu gucken, mal abchecken zu lassen, woran es denn liegen könnte. Es gibt mehrere Sachen, die man untersucht. Darauf gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein, aber man muss natürlich gucken, wie die DNA von beiden Geschlechtern ist. Man muss gucken, ob es Fehlbildungen in der Gebärmutter gibt. Da gibt es noch ganz, ganz viele kleine Komponenten, die man abchecken lässt. Stoffwechselerkrankungen, Gerinnungskrankheiten ist auch ein großes Thema bei Fehlgeburten. Da muss man also einfach mal sich durchchecken lassen, wenn es denn zu mehr als drei Fehlgeburten unter der 20. Woche kommt. Sprechen wir jetzt nochmal über Symptome und vor allen Dingen auch die Therapie bei einer Fehlgeburt oder einer drohenden Fehlgeburt. Wenn man diese Begriffe googelt, kommt immer wieder der Klassiker Blutung und Unterbauchschmerzen. Und ja, das kann schon sein. Also Fehlgeburten oder drohende Fehlgeburten können sich mit Blutung und Unterbauchschmerzen äußern, muss aber nicht sein. Es gibt auch den Fall, dass das Kind einfach im Bauch quasi abstirbt und man das überhaupt nicht merkt, außer mit dem Ultraschall sieht, dass eben der Herzschlag nicht mehr sichtbar ist. Und hier kommt noch ein weiterer Begriff dazu. Wenn man nämlich blutet und der Herzschlag ist trotzdem zu sehen, ist das eine sogenannte drohende Fehlgeburt. Dann ist es ganz wichtig, das zu unterscheiden, denn in dieser Hinsicht unterscheiden sich natürlich auch die Therapiemöglichkeiten. Wenn du eine Fehlgeburt hattest, du blutest oder blutest auch nicht und wir sehen keinen Herzschlag mehr beim Kind, dann gibt es zwei Möglichkeiten der Therapie und da scheiden sich die Geister. Die eine Fraktion sagt, jede Schwangerschaft, die nicht intakt ist, die also im Bauch abgestorben ist, muss ausgeschabt werden mit einer kleinen Operation. Man holt also das Schwangerschaftsmaterial mit Instrumenten, sei es so ein langer Löffel, mit dem man die Gebärmutter einmal ausschabt, oder es gibt auch so einen kleinen Sauger, mit dem man das absaugen kann, aus der Gebärmutter raus. Die andere Fraktion sagt, das ist etwas ganz Natürliches, natürliches Geschehen und gerade auch wenn man blutet, sollte man das doch lieber den Körper selbst überlassen und abbluten lassen. Von mir bekommt ihr dazu keine Empfehlung. Das müsst ihr mit eurer Frauenärztin und auch Frauenarzt oder auch den Kliniken absprechen. Lasst euch natürlich auch die Alternative erzählen, was da Vor- und Nachteile sind, denn beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Lasst uns noch mal einen besonderen Fall unterscheiden, den wir auch oft in der Klinik antreffen. Ihr blutet, vielleicht habt ihr sogar ein bisschen Unterbauchschmerzen und im Ultraschall sieht man jetzt noch keinen Herzschlag. Man hat aber auch vorher noch keinen bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt gesehen. Das heißt, wir wissen jetzt gar nicht, ist da eine intakte Schwangerschaft oder auch nicht, ist da schon was Abgestorbenes. Hier hilft uns nur ein einziger Wert und das wird im Blut bestimmt, das ist der sogenannte Beta-HCG-Wert. Das ist ein Schwangerschaftshormon, was unter der Schwangerschaft in den ersten Wochen sehr stark ansteigt. Da ist aber ganz wichtig, dass man den Verlauf von diesem Schwangerschaftshormon sich einmal anschaut. Denn wenn ihr heute Blut abgenommen bekommt und ihr habt einen Wert von meinetwegen 1000, sagt uns das noch gar nichts. Kann ja gestern auch schon 5000 gewesen sein. Dann wäre dieser Wert abfallend und das wäre kein gutes Zeichen. Also muss man den nach 48 Stunden, also nach 2 Tagen, noch einmal bestimmen und man sagt so ganz grob, der soll sich dann verdoppelt haben. Wenn der inadäquat ansteigt, das heißt sich nicht verdoppelt oder sogar auf diesem einen Wert bleibt oder sogar sinkt, dann spricht das für eine Fehlgeburt. Und dann kommt man auch wieder zurück zu den zwei Fraktionen, die ich gerade beschrieben habe. Wie sieht jetzt eigentlich die Therapie aus, wenn das Herzchen noch schlägt und ihr blutet und habt vielleicht auch Unterbauchschmerzen? Was macht man denn dann genau? So wirklich, wirklich viel außer abwarten kann man nämlich gar nicht machen. Bei uns werdet ihr stationär aufgenommen. Wir müssen natürlich auch die Blutung beobachten. Wenn die zu stark ist, dann muss man natürlich auch an die Mutter denken und im Sinne der Mutter vielleicht schon eine Operation machen. Sollte das aber, wir nennen das unterperiodenstark, also weniger als bei der Periodenblutung sein, da muss man das Ganze beobachten. Ihr kriegt im Verlauf dann nochmal einen Ultraschall, ob alles in Ordnung ist. Aber man kann tatsächlich unterm Strich nicht viel mehr machen als abwarten, ob das jetzt eine normale Schwangerschaft noch wird. Die Möglichkeit gibt es durchaus. Oder ob das Ganze in die falsche Richtung geht und es zu einer Fehlgeburt kommt. Man kann diesen ganzen Prozess aber gar nicht aufhalten oder irgendwie eingreifen. Es gibt immer wieder Konflikte bei uns in der Notaufnahme, wenn die Frauen blutend kommen, also unterperiodenstark bluten, haben auch ein bisschen Unterbauchschmerzen und da steht diese drohende Fehlgeburt einfach im Raum und der Arzt steht irgendwie noch 3 Stunden im OP fest oder ist bei ganz vielen Geburten und sieht die Frau erst nach 2, 3 Stunden. Da sind die Vorwürfe natürlich immer groß, wenn das Kind dann leider nicht mehr lebt. Und dann wird gesagt, hätte man doch früher und was wäre passiert, wenn der Arzt früher da gewesen wäre. Und diese Vorwürfe sind einfach sehr müßig, denn selbst wenn das Kind am Anfang noch gelebt hat, wo man in die Notaufnahme gekommen ist, hätte man diesen Prozess einfach nicht verhindern können. Wir fassen also nochmal zusammen. Drohende Fehlgeburt, Blutung, vielleicht auch Unterbauchschmerzen, Kind lebt aber. Therapie ist, ins Bett legen, ruhen, vielleicht ein Hormonpräparat. Viel mehr kann man in frühen Wochen nicht machen. Ab der 24. Woche sieht das wieder ein bisschen anders aus, aber das ist ein anderes Thema.
Oder es kam leider zur Fehlgeburt, das Kind lebt nicht mehr, entweder mit Blutung oder auch ohne. Da sieht die Therapie so aus, dass man diese zwei Möglichkeiten hat: entweder die Ausschabung zu machen, um das Material da rauszuholen, oder aber den natürlichen Weg, es abbluten zu lassen. Wie sieht es eigentlich mit einer erneuten Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt aus? Was man sagen muss, und das ist auch irgendwo logisch, klar erhöht sich jetzt so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas nochmal passiert, denn irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Also ist da schon statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher als bei Leuten, bei denen es noch nie zu einer Fehlgeburt gekommen ist, dass da jetzt wieder irgendwas passiert. Aber du oder ihr, das ist jetzt leichter gesagt natürlich als getan, solltet euch keine großen Sorgen machen, keine Ängste haben, sondern es einfach weiter probieren. Deinem Körper kurz Zeit geben nach so einer Fehlgeburt, da muss sich wieder alles einstellen, je nachdem auch, ob du eine Operation vorher hattest oder ob das einfach so abgeblutet ist. Muss dein Körper natürlich wieder einen Zyklus aufbauen, die Schleimhaut wieder aufbauen und dann kannst du natürlich wieder schwanger werden. Es ist überhaupt kein Problem, nach einer Fehlgeburt wieder schwanger zu werden. Die Angst, die Sorge hat man natürlich im Hinterkopf, dass so etwas wieder passiert. Aber die Alternative wäre es ja jetzt gar nicht mehr zu probieren oder zu sagen, oh, das hat eh keinen Sinn. Das ist natürlich auch keine gute Option. Also probiert es weiter, versucht es. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du jetzt mehr als 3 Fehlgeburten vor der 20. Woche hattest, dann ist mal der Zeitpunkt gekommen, sich mal kurz durchchecken zu lassen. Vorher nicht. Wenn Paare eine Fehlgeburt haben, ist es meistens in der Familie und unter Freunden ein absolutes Tabuthema. Es wird nicht angesprochen, es wird nicht drüber geredet, es wird nicht aufgearbeitet. Doch wir haben ja gerade gehört, wie oft sowas einfach vorkommen kann. Das heißt, auch anderen Paaren wird das vielleicht schon mal passiert sein. Und gerade etwas, was häufig und oft vorkommt und einen sehr belastet, gerade darüber sollte eigentlich gesprochen werden. Deswegen mein Appell an alle da draußen, redet über diese Fehlgeburten. Und vielleicht kommt es ja zur Situation, wo dein Gegenüber sagt, Mensch, mir ist dasselbe passiert, ich bin so und so damit umgegangen. Also tauscht euch darüber aus, es ist absolut kein Tabuthema. Auch wenn Fehlgeburten im Praxis- und Klinikalltag natürlich häufiger vorkommen, ist es für das Paar doch ein sehr schicksalhaftes und traumatisches Erlebnis. Und ich finde, gerade wir Ärzte haben die Aufgabe, damit empathisch und rücksichtsvoll und vor allen Dingen respektvoll umzugehen und das nicht als etwas Alltägliches oder einfach nur Pech abzufertigen. Das war das Video zum Thema Fehlgeburten. Kein lustiges Thema, kein schönes Thema, aber wichtig, dass man darüber spricht. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was aus diesem Video mitnehmen und vor allen Dingen meine Bitte in die Tat umsetzen, mehr darüber zu sprechen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal, adde mich auch bei Facebook und Instagram, um gar nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich mit einem schöneren Thema. Bis dahin, viel Spaß, ciao.